Ja, cooler Bug. Hey Leute, willkommen heute zu einem neuen Video und zwar mit dem neuen Champ und zwar Tiberius. Oder Tiberius, aber ich sag einfach Tiberius. Ich finde es einfach auszusprechen. Habe ich bei Rom auch gesagt. Aber ja, ich freue mich mega auf den Champ. Ich bin echt hyped und wir haben den Stream schon mal getestet gehabt. Also wer den gesehen hat, der weiß, dass schon ein, zweimal oder dreimal insgesamt Tiberius gespielt habe. Ich habe jetzt auch mal mein eigenes Deck gemacht. Also er gefällt mir wirklich sehr. Nur konnte ich halt bis jetzt noch nicht so gut ausspielen. Und ja, wir versuchen einiges hinzukriegen in der Runde und ja, mal sehen. So, mein Lieblingsweg ist eigentlich hier, dass die Chakram weiterfliegt. Aber um ehrlich zu sein, ist es hier, glaube ich, nicht so sinnvoll. Eher so auf engen Maps. Das ist zwar cool, aber ja, ich weiß nicht. Ich denke, am sinnvollsten ist erstmal momentan damit zu spielen. Also halt mit dem Bumerang, der dann explodiert. Ne, Moment, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die hier spielen. Doch, genau, die da eine Typ hat. Mit dem Deck hier einfach mal so ein Testdeck. Ja, mit mehr HP, Sprungkraft zum Beispiel ein bisschen gebraucht, da vielleicht ein bisschen mehr Munition und dann noch Leben. Also ich finde den neuen Champ schon mal mega nice. Und ja, mal gucken, wie wir hier vorankommen. Wichtig ist halt mit seinem Q zu arbeiten, das habe ich halt gemerkt. Sonst macht man halt nicht so viel Damage. Oh Gott, und nachladen müssen wir. Haben wir gerade nicht gut gemacht. Treffen muss schon gelernt sein hier. Zack. So. Touchen tut keiner mehr. Ha, haben wir ihn. Was brauchen wir, nur noch ein Heal? Wir haben leider nur einen Grog Heal, das ist natürlich nicht geil. Die haben wenigstens einen Dumba Heal. Müssen wir mit arbeiten, aber ja, wenn ihr mehr Tiberius Videos wollt, ich hab da auf jeden Fall mega Bock drauf, dann lasst doch gerne ein Like da. Und ja, ich hab auf jeden Fall Lust, demnächst öfter welche zu bringen. So, hier lohnt es sich nicht, das Q zu machen. Oh Gott. Ah, okay. Ich glaube, er hat mir gerade gegen die Wand geworfen, mir dann eine gegeben, so. Lol. Hä? Wie hat er das denn getroffen? Auf jeden Fall, ja. Wir kommen ein bisschen mehr zum... ich kann ja ein bisschen mal erklären, wie der Champion überhaupt so aufgebaut ist. Ist halt ziemlich schwierig am Anfang, aber ich will halt auch mal ein bisschen so zeigen, wie ich halt den Champ lerne. Und ich finde, hier muss man schon ein bisschen... hat man nicht direkt drauf von Anfang an. Muss man halt erstmal alles lernen mit den Skills. Und ich finde halt, er wirft halt auch die Sachen recht langsam, ne? Das ist halt... Es ist halt nicht so ein wirklicher Burst, den er hat. Also überhaupt gar keinen. Aber er macht schon gut Damage. So, das zum Beispiel. Das ist halt mega nice. Wenn halt Flanks kommen, machst du das an. Oder Flanks halt selber damit. Wir aktivieren einfach jetzt mal die Ulti. So. Sehr nice. Gut. Ja, das war die Ulti gerade. Ist ein bisschen schwer zu erklären. Aber ich habe sowieso ein Video gemacht dazu, wo ich ein bisschen mehr darauf eingehe. Also werden schon einige wahrscheinlich... entweder durch mein Video oder durch andere Videos mitgekriegt haben, wie man wie die Ulti funktioniert. Und Payload scheint wert zu sein. So. Den haben wir. Okay. So, lief nicht schlecht bis jetzt. Ich würde gerne meinen Skin zeigen, so, weil das ist halt der Gold-Skin von dem, also ein weißer Tiger. Ich finde es halt mega nice. Das ist halt echt sehr einfallsreich.
Aber leider kann ich hier nicht emoten oder halt Third Person, weil das wurde ja sowieso rausgemacht. Ja, deswegen kann ich euch leider nichts zeigen und am Anfang ist halt immer so, dass die meistens keine Emotes haben und deswegen, ja, oder man muss irgendwie ausrüsten, ich weiß nicht, der PTS ist halt ziemlich verbuggt. So, wir holen uns nach Haven und dann, jo. Also, ist, viele sagen so, es ist irgendwie Maves Master oder so, ich habe da tatsächlich noch gar keine Ahnung, wie so seine Story ist. Kann ich dazu nicht viel sagen. Oh, jetzt ult er. Oh Gott, Moralboost können wir holen, stimmt. Um die Ult halt öfter zu machen. Aber egal. Oh. So, hier rechts habe ich wen gehört. Koga ist das. Oh, natürlich kommt die Maeve noch nach. Ich wusste es, dass ich keine One-on-One mit ihr haben kann. Ich wusste es. So, unser Sinn hat noch eingeholt. Das war natürlich wieder klar, ne? Also da muss halt echt den Champion erstmal lernen, so, und ich will euch halt auch zeigen, wie ich halt einen Champ lerne. Sonst sieht man ja meistens immer so Gameplays halt, wo ich schon Erfahrung habe und bei einem neuen Champ. Kann das natürlich nicht der Fall sein. So. RIP. Die Mobility ist echt tricky mit ihm. Jetzt verpiss dich, Koga. Ja, cooler Bug. Oh nein, Paladins, bitte. Warum tut ihr mir das an? Der Bug muss auf jeden Fall behoben werden. So. Ah. Was ist das? RIP. Das werden wir hoffentlich mal fixen, die Tage. Wenn schon auf dem PTS sowas ist. Jetzt bin ich irgendwie sehr langsam. Oh Gott. Immer wenn ich mein... Kann ich meine Abilities nicht benutzen. Oh, RIP. Die sterben gerade richtig oft, ey. Aber es macht echt Spaß. Also macht mega Bock. Muss den Dreh noch echt raus haben mit dem Champ. Manchmal bin ich confused, was für Skills ich verwende. Und bestimmt noch ein paar Tricks, die man spielen kann. Und ich werde auf jeden Fall auch versuchen, sobald ich den Champ halbwegs kann, dass ich da mal ein paar Taktiken austeste. Aber das Q ist halt geil, ne? Also das ist halt das Wichtigste, dass man bei ihm aktiviert, dass man halt dann seine Dinger so schnell werfen kann. So. Ich würde ihn gerne auf einer engen Map spielen, wo ich das eine mit dem Abprallen-Spiel besser spielen könnte, weil dann prallen die Dinger noch mehr ab und das ist halt übelst lustig. So. Gut. Weiß, da haben wir wen. Und so hitten wir ihn um die Ecke. Nice. Sehr gut. Ich gehe mal zu meinem Team hin. Oh Gott. Noch einen Rechtsklick machen. Oh Gott. Was? Hat's keinen Schaden gemacht? Lächerlich. Oh, die Maeve hatte ich fast. Haben wir. Jetzt sind Dammer noch. Sehr gut. Bam. Schnell helfen. Oh Gott, war ein bisschen gemisst. Oh Gott. Nein! Wenn der Terminus stirbt, dann ist das drin, oder? Oh nein, er ultet noch. Oh, RIP. Ich glaube, das könnten sie noch bekommen.
Ach, RIP. Schade, schade. War fast, also ich glaube, die Ult hat von ihm hat halt übelst gesaved. Aber, mega nice. Wir holen uns auch noch Nimble dazu. Ist auch eine ganz gute Idee, würde ich sagen. So, sind wir ein bisschen schneller. Schade, aber vielleicht schaffen wir es diesmal. Ah, ich feiere diesen, Waffenstil einfach richtig, ne? Mit dem, dass das auch mit dem Abprallen, das finde ich übelst geil. Gefällt mir. Ups. Ja, jetzt bin ich tot. Ich hab sogar überlebt. Kriegt halt nie einen Heal, ne? Oh, das war eine dumme Ult von mir. Das war echt nicht gut. So, let's go. Nice. Oh Gott, danke. Oh nein. Haben wir. Okay, das hätte ich nicht machen müssen. Uff. Oh Gott. Nein. RIP. Oh Mann. So eine Scheiße. Aber jeder fängt mal an, würde ich sagen. Ist schon ein bisschen schwer mit dem Champion, muss ich ehrlich sein. Oh Gott. Okay, er hat mir auf die Schnauze gegeben. Ich hätte mein Q aktivieren sollen. Hat der Safe auch gemacht, oder? Nee. Nee, der Typ hat mich einfach besser getroffen. Er ist halt auch ziemlich schwer ohne Healing, ne? Oh, jetzt ist halt die Maeve. Oh, das war auch wieder so eine schlechte Ult, ne? Das war so eine Panic-Ult. Ah, ich denke mal, die Runde würde viel besser laufen, wenn wir, wenn ich mal ein paar Heals zwischendurch kriegen würde. Ich sage jetzt nicht, dass der Grog gar nicht healt. Oh Gott, der Bug wieder. Aber so wie jetzt sind wir wieder low HP und kriegen wieder gar kein Heal. Oh Gott. Hätte ich das jetzt richtig geworfen, dann hätte ich richtig gut Kills machen können, aber ich hab's leider ein bisschen verkackt. So, ein bisschen rein spammen hier. Schön die 100er Heals. Ah, ich glaube, die Heals sind nicht schlecht bei dem Ding dabei. Gibt es irgendwie eine Ablenkzeitkarte für den Restklick. Ja, Death Dance wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht für den, damit man die Dinger noch mehr spammen kann. Aber eigentlich ist die Reloadzeit auch gar nicht so hoch. Wie macht denn der das, sich so zu turnen? So, wir usen gleich unsere Ult, wenn wir können. Endlich gehen wir mal ein bisschen hier. Vielleicht sollten wir in der Nähe vom Grog bleiben. Oh Gott, hat sich nicht gelohnt. Och, hat sich nicht gelohnt zu ulten. Mann. Ich fass es nicht. Oh, der Grog spielt ja auch noch mit Standarddeck, ne? Warum tut er uns das an? Mit Grog Healing. Oder vielleicht wollte er DPS spielen, keine Ahnung. Und ist dann auf Kiel gegangen auf Ehre. Aber ist halt schrecklich, ne? Mit dem Grog Heal wieder. Das macht nicht wirklich Spaß.
Komm, Telesh, hol dir die Kills. Oder auch nicht. Mann. Wie können wir das nicht bekommen? Oh Gott, die letzte Runde verlieren wir natürlich wieder. Ich fasse es nicht. Ja, ist klar. Ja, super. Die letzte Runde verliert man natürlich. Das ist wieder Classic sowas. Und auch mit einem geilen Healer gewesen. Hat richtig Bock gemacht auf jeden Fall. Ah, das ist natürlich richtig scheiße sowas. Schade, wir haben zweimal gecapped gehabt. Oder haben wir sogar dreimal gecapped. Und am Ende natürlich cappen die wieder. Ne, ich glaube einmal haben die sogar gecapped gehabt. Ah, schade. Schade, schade, schade. Natürlich muss die letzte Runde wieder verloren sein. Aber die hatten einfach einen Healer-Vorteil. Da kann man nichts machen. Aber wir haben es, glaube ich, gar nicht so bad geschlagen. Es sind halt richtig oft gestorben, ne? Ja, 17, 14. Boah, der Sinn hat sogar 32 Kills gemacht, aber es hat nichts gebracht. 22 Tode vom Grog. Ist natürlich ein bisschen doof. Weil 22 Tode auf Grog, wir hatten ja wirklich einen Mann weniger. Wir hatten so einen krassen Carry-Sinn. Schade. Aber ich würde sagen, fürs erste Video ist es eigentlich ganz okay, weil ziemlich viel Feeling, aber auch im Gegner-Team, ne? So richtig hart. Schade eigentlich, hätten wir fast gewonnen. Aber ich würde sagen, ja, ich werde demnächst mal gucken, ob ich noch irgendwas am Loadout ändern könnte. Macht mega Bock, dieser Champ, muss man einfach sagen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ihm doch gerne ein lasst dem Video doch gerne ein Like da. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht getan habt, denn es kommt halt sehr viel Paladins Content hier drauf. Streams, Videos, alles mögliche rund um Paladins, Infovideos oder Tipps und Tricks. Und von daher würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.